Ja, test, 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 test. My radio, believe me, I like it loud. Warm up. Ja. Ja, ja, was geht ab, Freunde? Hier ist Roos, Toxic Hip Hop W, ihr wisst Bescheid. Wir sind gerade auf dem Weg von Berlin nach Hause, nach Düsseldorf, deswegen sehen wir auch im Arsch aus. Wir haben für euch wieder Interviews, was los, dies, das, eingepackt und aufgenommen. Aber auf der Autobahnfahrt hier wollen wir mal die Zeit nutzen, um euch schnell noch was zu sagen. Und zwar haben wir im Sommer ja so eine Umfrage gemacht. Da gab es Splash-Tickets und noch ein paar andere Sachen zu gewinnen. Gemeinsam mit Mixery haben wir was gemacht, ne? Mixery. Gemeinsam mit Mixery haben wir eine Umfrage gemacht und wir wollten von euch wissen, was könnten wir bei hiphop.de noch cooler machen? Was können wir noch besser machen? Yes. Feedback gesammelt. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Ihr habt teilweise echt lange, ausführliche Sachen gemacht. Ja, und geile Ideen waren dabei, auf jeden Fall. Danke. Viele auch, wo man merkt, dass ihr euch damit beschäftigt. Das war sehr cool, auf jeden Fall. Gucken wir immer noch ab und zu rein. Eine Sache konnte man auf jeden Fall kaum dran vorbeilesen. Das haben sich sehr viele Leute gewünscht. Und zwar, dass wir eine App machen. Deshalb haben wir euch eine App gemacht. Yes, hiphop.de hat jetzt eine eigene Wochen App, und Monaten. Und jetzt gibt es die hiphop.de App. Die könnt ihr euch jetzt im Play Store reinziehen von dieser Android-Handys oder in dem App Store. iTunes, von Apples, alles. Es ist eine echte App, wie man sie auch von Facebook etc. kennt. Also viele kleine Features. Alles gelistet, scrollbar, richtig cool. Du kannst ja einmal die ganzen Beiträge hier in dieser Übersicht, hast du alle Beiträge von hiphop.de drin und dann kannst du der Navigation immer nochmal sortieren. Nur die News, nur die What the Fuck-Meldungen, nur die Hintergrundartikel. Yes. YouTube, wo du dann den wunderschönen Roos drin findest, hier mit Summer Jam. Ja, der Roos, Alter, ja, so Ding eine ist, geile Sau. Also das Ding ist, wichtig ist natürlich, das Ding ist umsonst, natürlich. Und wir spammen das Ding auch nicht mit Werbung voll so für euch. Naja, wichtig. Komm. Ich spamme ja schon ein bisschen mit Werbung voll. Ein bisschen dann. Werbung ist cool, aber nicht so ekelhaft, weißt du, so dass keiner mehr Bock hat, wie bei anderen Apps. Weil es gibt ja so billige Apps, die sind dann nur voll. Was ja? ich noch sagen wollte, es gibt natürlich auch ein paar Sachen da drin, wo ihr drin vorkommen könnt, wenn ihr selber rappt. Wir haben ja diese Upcoming-Sektion auf hiphop.de, die gibt es auch in der App. Das heißt, hier gibt es jede Menge Newcomer-Releases, yes. Songs, Videos und so weiter. Auch die sind in der App in einer eigenen Sektion. Unser Blogsystem ist da auch drin. Wenn ihr einen Blog bei uns führt, dann wird auch der in Zukunft in der App drin sein. Und sehr prominent. Genau. Also ihr habt eine gute Position da. Und die App wird euch auch dauernd Push-Nachrichten geben, so News. Push-Nachrichten kann man natürlich auch ausmachen. Natürlich. Ich weiß also gar nicht, wie das bei Apple geht. Ja, genau, wenn ihr meint, es ist zu viel. Also bei mir ist das so, ich brauche App-Einstellungen rein. Dann gucke ich immer. Aber wenn du sagst, ey Alter, nee, dann kannst du es ausschalten. Das ist ganz easy, Mami easy. Okay, ab jetzt ist also nicht mehr langweilig, wenn man gerade Frühstück in der Schule sitzt. Es gibt noch Langweiliges. Genau. Packen, im Stau sein. Yes. Auto ey, Freunde, ohne Scheiß. Downloaden, gute Bewertung geben, damit wir halt oben sind. Ne, das ist halt wichtig. Ansonsten Kritik, positive, negative Kritik, alles cool. Halt nur Beleidigungen, zieht nichts. Genau, uns. Zieht euch die App rein, gebt uns Feedback. Wir sehen uns auf hiphop.de. Bis dann. Ciao, yes. Ciao.